Soul? Soul gefällt mir, der super Name. Ja, ist ja ein guter Name, aber ich weiß nicht, ob dazu so ein Frosch passt. Ich weiß. So habe ich damals übrigens den einen anderen männlichen Hauptcharakter genannt in meinem ersten Durchspiel. Naja, okay. Ah, oh, das muss So lang. jetzt irgendwie so ein komischer Namen da, das soll irgendwie geben. Ezio. Ja, Ezio genau. Auditore nach Firenze. Ja, genau, Ezio. Also finde ich auch cool. Ezio ist gut. Wenn er drin passt, nehmen wir den mit hin. Ja, klar, Ich passt meine, mit. Leute, ihr wisst ja, Assassin's Creed und so, das beste Spiel der Welt. Ja. Oh, das krieg ich wieder auf die Fresse. Ich glaube, so schreibt man das, ne? Ezio. Mit T eigentlich. Echt? Ezio, ja. Echt? Okay. Ja, tatsächlich. Kannst du mir ruhig glauben, ich bin Assassin's Creed Fanboy, danke. Oder? Nein, ich bin probiert, nein, natürlich ohne T. Ah. Jetzt sieht doch gut, das sah so komisch aus. Oh, ich laber Scheiße, warte mal, ey, ohne Scheiße, ich google das jetzt nochmal, nur damit ich Ja, sicher mach das bin. mal, bevor wir irgendwie Scheiße schreiben oder so. Ich bin doch Scheiße, ey. Ey, warum weiß ich das denn nicht? Ich muss das doch wissen, Ezio. Ja, natürlich mit ohne T, ey. Ich laber Scheiße mit. Wieso, wie du geschrieben hast, war richtig. Ja, gut. Ezio, so. Ja. Das heißt der Frosch Ezio. Ezio ist in Ordnung. Ey, Ach das ist so. meiner. Oh. Ja. Gut. Nett, dich kennenzulernen. Ich glaube, Luca mag den nicht. Mich dünkt, in der Nähe verbirgt sich eine Tür. Suchen wir danach. War das jetzt eigentlich der erste Boss, oder? Nee. Gut. Höchstens ein Zwischengegner, aber kein Boss. Gut, dann müssen wir eine Tür finden. Es ist in der Kathedrale, also kann ich dir sagen. Oh, ne. Immer gegen die Weiter Wand vorne, laufen. das kann ich dir auch sagen. Wahrscheinlich hier jemand irgendwas. Ach, wahrscheinlich das Klavier oder irgendwie sowas, oder? Wer weiß. Auf jeden Fall spielt er da drauf. Warum auch immer. Oh. Wow, das typische Resident Evil Rätsel. Stimmt eigentlich. Drücke eine Taste auf dem Klavier, damit eine Geheimtür aufgeht. Aber diesmal war es einfacher. Ja, wirklich so. Oh, Gegner. Also ich will den Frosch ausprobieren. Ja, Oh. bitte. Noch mehr. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Du kannst auch, wenn du wartest. Ja. Moment, geht nicht, okay. Du hast keine MP mehr, stimmt. Ansonsten könnten jetzt Ezio und Jan zusammen eine Spezialattacke machen. Ach so, wie geht das? Steht dann da irgendwie was oder so? Das steht dann, du kannst dann auf Techniken gehen und dann auf Doppeltechniken. Aber müssen dann alle die MP-Leiste voll haben? Ja, Ach also die so. beiden, mit denen du das machen willst, ja. Ach so, gut. Gut zu Hat wissen. der Frosch schon angegriffen? Ich hab mich drauf geachtet. Oh Mann, gleich ist Luca tot. Oh. Ja, ist nicht ganz leicht das Spiel, muss man sagen. Wo ich kann mich jetzt heilen. Objekt, Tonic, Luca. Jetzt auf, jetzt der Frosch, ey. Jetzt gibt's auf die Fresse. Bäm. Bäm! Boah, ja, Massiv nicht schlecht. Schaden. Der ist ja noch stärker als Jan. Ja, ist er sogar. Natürlich, das ist der stärkste Charakter im Spiel, wie gesagt. Du bist auch gleich tot. Also. Ach, Luca hat erlernt. Hier, Doppeltechnik erlernt, hast du gesehen? Ja, Doppeltechnik, Feuerwirbel. Das heißt, wenn jetzt Jan und Luca beide eine vollgeladene Leiste haben, können die Doppelattacke machen. Ey, Belebung. Du sollst dich vielleicht teilen, du hast nur 13 HP. Ja, genau. Nächstes Mal, wenn wir in der Stadt sind, sollen wir vielleicht ein paar Tonic kaufen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Tonic, so. Oh, wir haben 4. Vielleicht sollen wir jetzt nochmal rausgehen, weil das der erste Dungeon. Aber jetzt muss ich nicht nur irgendwie einsetzen können. Oh, nö. Auf benutzen? Ja. Hä? Ach so. Ach da. Benutzen. Oh, ich dachte schon, ey. Boah, schock mich nicht. Da war nämlich das gleiche, was ich auch hatte, ey. Alter. Hä, wo ist das hin? Wo ist das Tonic? Ist das nach unten verschoben? Das ist nach unten verschoben. Ne, ich will halt nicht da unten haben. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Wow. Also. So, benutzen. Tonic. Und jetzt? Ich glaube, du musst auf die Dingensleiste gehen. Auf die Charakterleiste. Man kann das Tonic nicht außerhalb des Kampfes einsetzen. Das ist ja Quatsch. Geh mal auf Charakter, also auf links. Dann auf Jan. Ja. Na, anscheinend kann ich die nur da einsetzen. Kann man die nicht, der kann die doch bestimmt da einsetzen, oder? Objekte, Technik, was Wäre immer lächerlich, dazu wenn ist, nicht. das da. Hä?
Tonic. Doch, klar kann ich nicht. Ja, jetzt kann ich das. Ja, so, jetzt. So. Wollte schon sagen. Möchtest du vielleicht deine MP mal heilen? Ja, wäre, glaube ich, ganz gut. Kann ich nicht damit. Ether. Ether. Achso. Sollten wir auch mal kaufen. Das ist nicht ganz unwichtig. MP. Für Jan. Ja, definitiv. Kannst du die Doppeltechnik nicht benutzen. Ich glaube, hier, ja, okay. Gehen wir nochmal zurück. Ne? Gehen wir nochmal einkaufen, ne? Wie auch sagen. Geht ja schnell, nochmal kurz die Stadt, ein paar Tränke kaufen. Wir haben ja Geld, hoffe ich. Ja, also ganz sicher habe ich mir jetzt auch nicht. Ja, doch, wir hatten ja den Zwischengegner, der hat schon mal Geld gegeben, ne? Vielleicht nochmal. Ich gebe dir jetzt schon mal einen Tipp: Kauf keine Ausrüstung für den Frosch. Echt nicht? Nee. Kauf erstmal noch ein paar Sachen, noch ein paar Sachen. Oh, guck mal, habe ich ja genug. Trotzdem nur seine alten Sachen gekauft, die brauchst du nicht mehr. Ja, du hast 15, so 15, ja, okay. Ey, komm, du hast so viel Geld. Ja. Und dann müsste ich ihn, oh, die haben kein Ether. Oh, das ist okay, schlecht. Vielleicht kaufst du eine Art Pfeilgewehr. Wobei, ach, da. Ja, das gibt normal Luca ein bisschen Kraftbonus. Dann mach ich das mal. So. Ja. Ansonsten noch ein paar Sachen verkaufen. Kannst du noch deine alten Sachen? Ja, sollte ich eigentlich machen können. Pfeilgewehr, Pfeilgewehr brauchst du noch. Felkap kannst du kaufen. Und den Karat hast du nicht, den kannst du noch irgendwo anlegen. Okay. Jetzt muss ich das noch der einen da ansetzen. Ja, ja, so. Dann hält die auch mehr aus. Bei R. Ja. So. Ja, du solltest vielleicht auch auf die. Ne? Ja, irgendwie schon. Ja. Genau. So, Luftgewehr. Fallgewehr. Die hat schon den Karateanzug, aber du kannst dem Frosch den Karateanzug geben. Ach, der hat noch gar nichts an, oder was? Auf, ich weiß nicht, ob der schon Rüstung an hat, kann auch sein. Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, der hat schon Rüstung an, ne? Ja, der hat schon Bronze-Rüstung an. Ja, ist dann anscheinend ein bisschen besser. Okay. Dann, ab in den Dungeon, ne? Jo. Du solltest übrigens nicht so oft deine Fähigkeit verwenden bei leichten Gegnern. Ja, das ist. Das hat für den Boss keine mehr. Der Boss, da freue ich mich ja drauf. Der Auto. Hey. Ja, die haben nicht gesehen, also greif ich an. Toll. Ja, besser als Random Encounter, oder? Ja, das stimmt wohl, ja. Ja gut, Random ist auch nicht so schlimm, aber. C1 und so. Ja, oder Earthbound. Boah, ja. Das war so übertrieben. Boah, die haben, Alter, die haben 90 Leben, ey, wie hart die sind. Boah, das sind schon schwere Gegner eigentlich für den Anfang. Irgendwie schon. Technik, Zunge. Ich benutze mal lieber nicht. Sich heilen. Ey, Critical. Cool. Hast gesehen, 76 Schaden, Alter. Achso, das? Achso. Mich schon gewundert. Ja, das ist ein Critical, nämlich bis quasi, wenn er sein Schwert so zweimal durchschwingt, so. Zack! Nochmal. Fass nach oben. Muss man drauf achten. So, du wurdest übrigens vergiftet. 26 Erfahrung, 3 Tickpunkte. Oh, 200 Gold. Oh, 200 Gold. Belebung. Aber ich hätte noch mal gerne das für diese BP gehabt. Das wäre echt cool gewesen. MP. BP ist ach, ja, gut. Ja, MP. Ja, MP, ja. Ich sag jetzt mal nicht, wie du denn da schon erkunden musst, weil ich selbst nicht mehr weiß. Ja, gut. Muss ich geh einfach überall mal rein und guck so. Oh. Hey, du bist schon richtig. Oh, okay. Geh wieder raus. Oh, cool. Ich bin ja nicht Dungeon erkunden, ne? Ja, klar. Sonst ist es halt lame. Scheiße, richtig gegangen. Scheiß Lacker, ey. Okay, das war cool. Ja, wobei, ey, wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Das scheint mir halt nur so eine Illusion oder irgendwie so, oder? Ich möchte. Ich kann gerade, warte, ich muss nur kurz trinken. Ja, okay. Ich auch. Ey, was soll die Verkleidung? Das, die ist hier überflüssig. Okay. Die glauben, du bist einer von denen. Ach so. Was, mein Schicht? Schon wieder. Mensch spielen. Widerlich. Ja. Das ist geil, oder? Ja. Der andere redet auch. Geht auch mit den anderen. Achso. Also, ich hab gedacht, ich kann mit denen. Hab schon mit denen geredet. Nee. Achso, ja. Ja. Achso, okay, doch. Doch, warte mal. Was, hab ich jetzt schon? Die von euch schmeckten gar nicht schlecht und die beiden gefangenen Soldaten sehen fett und saftig aus. Ja, Kannibalen. Wakra ist so klug. Sein Plan.
den Kanzler zu entführen und zu ersetzen, hat geklappt. Ach, guck. Oh, ja gut, dass ich mit denen geredet habe. Jetzt ist die Königin unsere Gefangene und das Schloss in Aufruhr. Stark! Ja, so ist das. Geil, oder? Ja, richtig stark. Ich darf nicht angreifen. Ist lustig, oder? So ja. Also ausweichen bestimmt so. Krass. Wie gesagt, besser als Random Encounter. Ja, definitiv. Cool, viel Truhen. Tonic. Ein Tonic, ja, Tonic. Damenkleid. Damenkleid. Und Lea. Lea. Juhu. Ey, nochmal. Ether. Aha! Wärst du dich verarschen, ne? Wie dumm. Was ist das denn hier? Stahl gegen. Hier ist für den Frosch, glaube ich. Da kommst du nicht durch, glaube ich. Da musst du erstmal einen Schalter aktivieren. Und ich glaube, der ist in der Haupthalle, oder? Nee. Hey, da geht's nur. Ach, da geht's nur zurück. So. Mitte durch, sorry. Oh. Kannst du ausweichen, aber sind halt auch OP, ne? Ja, ich guck erstmal, was da oben ist. Na, okay. Du musst den. Wie gesagt, Level muss man eigentlich. Guck mal, da kann man speichern. Das zweite Mal von 5 Mal im Spiel. Jetzt schon das zweite Mal? Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es nur mehr als 5 Mal im Spiel. Vielleicht habe ich mir auch nur vertan, aber trotzdem sind immer noch nicht viele. Da kommen wir auch noch nicht durch. Oh, richtig viele Truhen hier. Unterkunft. Dann kannst du speichern und dich heilen. Oh, wie böse. Oh, das ist nur gut. Ist das den Gegner? Ja, das ist den Gegner. Schleich. Geil.